Ach, dieses Gummiband nimmt auch keiner mit, ey. Was ist los? Ey, keine Ahnung, was war das gerade? Mir ist so drehend im Kopf seitdem. Als ob das bis hier hinten im Kopf rumspinnt. Das ist ja mit allen Hat das Nervenzellen alles irgendwie alles verbunden. damit zu tun, ey? Scheiße, ey. Keine Ahnung. Oh. Okay, ganz ruhig. Ich muss nur versuchen, geradeaus zu gucken. Bist Ganz du ruhig. sicher, dass du den Weg gehen willst? Ja, keine Wahl. Ich habe zwar jetzt nicht viel, aber ein bisschen was. Ich würde vielleicht gerne noch beim Militärcamp vorbeigucken im Wald, aber wenn Miro sagt, er war da, dann bringt das halt nicht viel. Miro ist hier am Steuern. Tja. Ich bin nicht deswegen so müde. So dauermüde gerade. Stimmt mit meinem BCU irgendwas nicht? Ich glaube, da kann auch der Doc im Outpost nichts machen bei diesem Ding. Keine Vielleicht eher der Ahnung. Mechaniker. Ich glaube weder noch können da machen. Das ist eine höhere Aktion. Leuchtet das denn noch grün? Ja, sieht so aus. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn irgendwas ist, vielleicht ist das ja dann irgendwie gelb oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es flackert schon irgendwie ein bisschen, finde ich. Also es ist nicht Wie so ein es Glüh. flackert. Ja, Es so, ist nicht nur. ja, wie so ein Flackern halt. Okay. Also nicht jetzt so ein permanentes Leuchten wie bei, keine Ahnung, Stefan oder so, es flackert halt so irgendwie. Dir ist es auch durchgehend leuchtend, oder? Warte mal, zeig mal. Bei dir ist Also es ich auch kann es jetzt durchgehend selber nicht grün. sehen, ne, aber. Ja, bei dir ist es durchgehend grün. Ja, bei dir flackert es halt. Okay. Oh. Hast du Stefan schon gesehen heute? Ich habe ihn, glaube ich, irgendwie mit dem Boot wegfahren sehen. Ich habe gestern mit ihm halt ein bisschen geredet. Und Mit dem Miro. Boot, das Boot ist aber da. Ja, keine Ahnung. Dann ist er halt, weiß nicht. Vielleicht pennt er auch gerade, ich weiß nicht. Okay. Ich will da unten jetzt auch nicht immer anklopfen, sonst kriegen wir auf den Sack. Ja, ist gut. Er regt sich Nicht ja mal schon mich, auf, dass wenn es ich dir Angst schnarche, abgibt. ey. Ja, hallo, das ist ja auch manchmal nervig, wenn man selber schlafen will. Ja, ich schnarche ja nicht, das will ich doch hören. Was hast du für einen Speer, einen Steinspeer? Ja, ich muss mir irgendwie zu helfen wissen, ne? Ja, alles klar. Ich wurde Ich habe quasi schon nackt meine wieder Uhr. ausgesetzt hier, als sie mich zurückgebracht haben. Ja, war bei uns nicht anders. Miro und Stefan meinten, sie wurden nicht entführt. Nee, entführt wurden wir. Also, das Ding ist, ich war gerade mit Stefan unterwegs. Wir waren unten auf der Insel. Und auf einmal wurde uns beiden schwarz, wir sind umgekippt. Als wir wieder aufgewacht sind, hatten wir wieder die Sträflingskleidung an und Ja, alles ich war auch. weg. Ja, ich auch. Ich bin da Weißt du, oben halt was wieder dabei am. Sch aufgewacht. bei unserer Base hier oben? Ja, nur halt ohne Base, also die war weg. Ja, das haben wir dann noch gesehen. Weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Summe ist, irgendwie? Na schön. Dass mich irgendein Schwein ausgezogen hat und wieder angezogen hat. Und ich war K.O. Das triggert mich. Mega. Und das ist widerlich. Das verstehe ich. Da ist ein Schaf irgendwo da oben. Ich mache mir eher Sorgen um den Bären. Ist er noch da? Keine Ahnung, die beiden haben den angeschossen, ey. Okay, ich habe zur Not was für Nahkampf dabei. Ach, du auch, sehr gut. Es ist schon gut, dass wir alle schon mal wieder so Waffen haben, wenigstens für sowas. Ich habe auch meine UMP schon wieder gefunden, aber die ganzen Attachments sind halt weg. Darum bin ich beim Good Old Baseballschläger geblieben. Ich habe meinen verkauft, ist irgendwie. Will Miro jetzt mitkommen oder eher nicht? Weiß ich nicht, hat er gesagt, dass er mit will? Warte mal, ich frage ihn mal. Miro? Willst du mit zum Outpost oder bleibst du hier?
kommt mit. Wovor steckst du dich? Schatten warm. Also ja, es ist echt. Das Solarium hat nicht geholfen. Was haben die mit dir gemacht, als dich. Wie, die haben dich entführt vor allen Dingen, what the fuck? Falls ich bräuchte, wurde auch ausgezogen. Nein, nicht so richtig. Und mir wurden Sachen abgeschnitten. Was? Die Haare. Die. Also, eigentlich waren die noch da. Ich weiß nicht, das müssen die abgeschnitten haben, als sie mich abgeworfen haben. Oder keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch umgebracht. Ich bin Klon. Ich weiß doch auch nicht, ey. Was haben sie die abgeschnitten? Das wirst du gerne. Ja, schon. Also, ja. Hä? What the fuck? Das erzähle ich dir noch. Okay. Ach Gott, Miro, rauchen und also rennen und Zigarette im Mund. Ja. Ich habe auch noch welche, aber die wollte ich eigentlich verkaufen. Dann tu das doch. Ja, das habe ich auch vor. Oh, warte mal, Igo. Geht's hier schon besser, oder? Warm. Igo hat, Miro hat die ganze Packung Cornflakes reingeprügelt. Tja. Das ist hast halt Hunger. Die Pappe, ja. Also, ich kann auch Datteln empfehlen, ne? Bist du immer auf dem Datteltrip? Ja, ich komme vielleicht drauf zurück. Boah, Igo, ich hatte letztens so viele schöne Sachen gekocht, ey. Ich habe dir extra was aufgehoben. Oh. Spaghetti Bolognese. Spaghetti Milano. Oh. Curryreis. Oh. Ey, Grillgemüse. So viele Sachen. Ja, Grillgemüse. Oh, alles ja, so lecker, ey. Alles aus eigenem Anbau, ey. Ein anderer bedient. Der Bär scheint aber weg zu sein, oder? Ja, der ist getürmt, nachdem Stefan ihm einen Pfeil in den Arsch geschossen hat. Na, immerhin. Achtung, Zombie, rechts neben uns. Zwei Stück. Hast du wieder deine große Armbrust? Ja. Ach, der nächste. Eine down. Okay. Miro, was passiert? Ich hab richtig eine. Ich glaube, du hast sie getroffen, oder? Nee, sieht nicht so aus. Alles infizierte Wunden, alles von Zombie. Oh, das sieht böse aus. Ich hab leider nicht mehr so viel Stuff. Ich kann das hier ein bisschen umwickeln, die sieht ein bisschen böse aus. Warte mal. Kann die versuchen, ein bisschen sauber zu machen. Also in meiner Kiste ist noch ein Flachmann mit einem Schluck zur Not. Mehr habe ich nicht. Da muss ich gleich am Outpost. Wir müssen deinem Outpost was holen, ja. Alkohol holen. Oh ja. Ach, definitiv. Oh, ich guck mal, ob ich wieder hochkomme. Komm, ich helfe dir. Oder ich gebe dir eine Hand hier, komm. Okay. Ja, okay. Ja, wir brauchen am Outpost für dich Alkohol zum Desinfizieren. Igo, ein bisschen langsamer. Miro, nicht zu hetzen hier. Die Wunden sehen nicht so gut aus. Ah, oh, shit, ey. Das fängt ja gut an. Ja. Boah, ich hab vorhin im Krankenhaus da. Ist alles aufgestanden und ich bin da auch so übelst kassiert. Shit. Ja. Da hatte ich dann hier den Tequila von Igor. Wir haben über die Wunden gekippt. Oh. Naja. Ja,
Ich glaube nicht, dass du deinen Arm verlierst. Der Arm spricht dann mit dir. Das wäre nicht so gut. Nee. Was sagt der? Töte mich? Der hätte Lust auf einen Hamburger. Also ich habe Kopf, also ich kann Brot backen. Dann kann man theoretisch wieder Burger machen. Ich habe Mehl und Sahne. Das klingt gut. Ich habe Zucker und Salz. Ich hab Senf, glaube ich, oder Ketchup. Bin ich gar nicht ganz sicher. Lass uns gleich hier links durch den Wald gehen vor dem Haus. Das sind ja nicht so viele Zombies. Igor, willst du ins Haus gehen? Nö, eigentlich nicht. Okay. Geht's, Miro? Ja, es tut mir weh, aber ich werde es überstehen, aber auf jeden Fall bist du nicht so. Ja, dann. Oh, bist du schneller laufen? Denkst du, das geht? Ja, dann. Die Beine sind ja noch fit. Hier sind aber auch häufig welche. Auf der anderen Seite ist nur ein bisschen schlimmer, habe ich das Gefühl. Kann ich dir doch täuschen. Ich habe mich neu schon wieder verlaufen und diesen scheiß Outpost verfehlt hier. Es ist zum Kotzen. Wie kann man sich denn beim Outpost hier verlaufen? Ich laufe jetzt auch mal links um das Haus rum, ey. Rechts ist scheiße. Ich muss kurz mal hier rein, was verkaufen. Komm gleich. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Let's see what you have. Naja, mal ein bisschen was. See you around, yeah? Greetings, valued customer. Please come again. Es dreht immer noch. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas spinnt rum. Blinkt das Teil immer noch da, oder? Hä?
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sehen. Musst du mal gucken, ob es noch flackert. Ja. Das sieht. Aber. Ja, also. Es ist halt immer noch so ein bisschen am Rumpflackern. Ja, okay. Stimmt. Warst du schon mal bei dem Mechaniker-Dude oder keine Ahnung? Bei dem Mechaniker ist mich verarschen. Die können davon mit dem BCU-Lock nichts anfangen. Das Ding ist mit dem Rückgrat verbunden. Dann hast du da keinen Mechaniker ranpfuschen. Der Arzt am ehesten helfen, aber ich glaube, den werde ich auch nicht reinlassen. Ich geh mal kurz zu Herbert. Den Kurtfischer. Nein, da lasse ich niemanden ran. Mann, hier muss doch irgendwo ein Nagel drin sein. Ein beschissener Drecksnagel. Das Farsch hier. Ey, Igor. Nein, hab ich gehört. Hab was für dich. Oh, echt? Großen Rucksack. Ui, ist der größer als der? Größe geht nicht. Ja, Größe geht nicht, ist der größte. Wanderrucksack ist der größte. Ich muss ihn mal kurz irgendwo ausziehen hier. Ich muss was essen und trinken. Ja, den roten, den habe ich auch. Wir haben den jetzt alle. Ja, ich verkaufe. Ah ja, genau. Wir sehen gleich aus. Ja. Teamfarbe. Partnerlook. Sozusagen. Ja. Meiner ist ein bisschen ausgebleicht inzwischen. Ja. Oh shit! Oh, auf! Oh, oh. Igor, was passiert? Oh, ist das die Hitze? Ich wollte gerade wie Jacke ausziehen. Oh, oh. Oh Mann, Igor. Scheiße, warte. Was kann man denn machen? Halt still. Oh. Oh Gott. Warte. Oh. Was? Vorsicht, 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 beweg dich nicht.
Das war ja auch ein Defekt. Warte. Oh, mir war doch gerade nicht. Hä, was war das denn jetzt? Das war ein Hitzschlag. Warte, bleib einfach ruhig liegen. Alter, was? Zieh die Jacke aus, schnell. Jacke aus. Die Jacke muss aus. Komm, ich helfe dir. Ja, besser ist. Das war ein Hitzschlag. Aber was für einer, der hat dich komplett umgehauen. Geh mal lieber in den Schatten, ne? Alter. Lass uns vorne irgendwie in die Bar gehen, erstmal hinsetzen. Ja. Du bist noch kurz zu Herbert, Miro? Ich geh mal zu Herbert. Ja. Ich geh dann auch nochmal zu Herbert, um was zu essen. Wir gehen mal in die Bar mit Igor derweil. Komm. Alles klar. Komm, Igor. Erstmal hinsetzen in die Bar. In den Schatten, ins Kühle. Ich habe halt Nägel gesucht und. Komm. Welcome, friend. Dann setz dich mal hier irgendwo hin erstmal. Akklimatisieren. Das wäre schon wieder eine Nummer. Ich habe das Gefühl, nach der Aktion ist das also noch Chaos, ey. Ja, irgendwie schon alles weg. Mhm. Miese Nummer. Wenn ich hier rauskomme, ist hier Party. Und? Magst du schon was erzählen? Oder eher dann erst, wenn wir zurück sind? Ich weiß nicht, ob du dafür einen Drink brauchst oder. Ja, gut, vielleicht. Ich kann mir ja was mitnehmen für zu Hause. Ich will jetzt auch nicht, dass dein Ding da am Hinterkopf noch mehr irgendwie abspackt, wenn ich das erzähle. Vielleicht ist das nicht gut. Na, 3 Monate bauchfrei? Naja, ich habe bloß so diese Stichschutzweste an. Bloß ich ich nehme für das Gespräch einen Energy und einen Schokokuchen mit. Ich glaube, das hilft dann. Hoffe ich. Ja, tu das. Ja, ich gehe nochmal kurz zu Herbert, dann können wir ja wieder zurück auch. Ja, ich verkaufe mal den Rucksack, den ich gefunden habe dann. Ja. Kann sein, dass Herbert den nicht nimmt, weil es so ein Polizeirucksack, glaube ich, ist, ne? Ach so, dann gehe ich mal zum anderen Typen. Du kannst ja also bei Herbert gucken. Nö, Herbert ist scheiße. Greetings, valued customer.
Please come again. Sehr schön. Hey. Hey. Oha, heute Oberkörper frei, ja? Ja, du erinnerst mich an irgendjemanden so. Jetzt. Du erinnerst mich an irgendeinen Schauspieler jetzt. Ich bin mir nicht sicher an welchen. Das liegt mir auf der Zunge. Hat er bei Dune mitgespielt oder? Nee, hat er irgendwie einen Passant zu viel? Keine Ahnung. Ja, kann sein. Definitiv. Ich glaube, ich ziehe hier unter diese Palme. Okay. Hat jemand einen Generator gezeigt? Gekauft habe. Da bin ich mit dem Motorrad hier gewesen. Habe ich aber blöd geguckt, dass ich wusste, dass. Ja, ich wusste gar nicht, dass man den nicht in den Rucksack kriegt. Ah, scheiße. Ja. Hast du das Motorrad zurückgebracht und bist du wieder hergelaufen oder wie? Ne, ich habe das immer so etappenweise so Stück für Stück rausgeschafft. Okay. Eieieiei. Dann Mahlzeit. Wollen wir wieder zurücklaufen erstmal? So, ich dachte, wir trinken noch kurz was. Na gut, kannst du auch unterwegs machen. Das können wir dann zurück zu Hause machen. Ja, diese Hitze. Können wir auf die Couch setzen. Bei der Hitze nicht mehr. Ich bin schon wieder mega erschöpft. Achso, ich dachte, ich wollte gerade noch eine ausgeben, so für Film, Tequila und so. Von mir aus, oder? Also sag ich nicht nein. Oh. Ja. Uiui. Das sieht aber gut aus. Was hast du Feines? Boah, der riecht aber schon nicht schlecht, ne? Ja. Der ist mit Schuss, wenn du verstehst. Ach, geile Leute. Gönnt euch jetzt das richtige Zeug, ja? Nee, ich trinke Energy. Oh, kann ich die Energy-Dose nachher haben? Kannst du haben, ja. Oha, Dann, Ex oder Kelly-Fan? Was hast du nochmal, bitte? Was hast du nochmal wiederholen? Ich sagte Ex oder Kelly-Fan. Warte mal. Ich bin noch nicht so alt. Wann? Die Kellys sind irgendwie so eine Band? Ja, ich glaube, meine Großeltern oder so haben die gehört. Haben die nicht den Titelsong zu den Mystic Knights gemacht? Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Mystic Knights. Oh, ich halte mich mal eben hier fest. Mich ja, die Power Rangers des Mittelalters. Stefan. Hier, oder was ist da los? Stefan, hi. Oh Gott. Hi. Moin. 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 Mensch, ich dachte, du wärst also, das jetzt in deiner Bude. Ja, nee, ich komme da gerade nicht mehr rein. Ich habe mich irgendwie ausgesperrt. Das Schloss nicht mehr auf, der Schlüssel ist weg. Was? Nicht dein Ernst? Doch. Wie hast du denn das geschafft? Fuck. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen gefummelt und jetzt fummelt es nicht mehr auf. Ach du Scheiße. Was ist weg? Ja. Sein Schlüssel. Für die Bude. Wie? Aber wie? Du kommst nicht mehr. Wie im Moment? Was? Willst du mir sagen, du kommst nicht mehr in dein Haus rein, oder was? Richtig. Deswegen hatte ich mich hier oben aufs Sofa geschmissen. Alter. Also ich hab zu Hause noch ein Brecheisen zur Not. Bitte? Ich hab zu Hause noch ein Brecheisen zur Not. Achso. Dann sollten wir mal gucken, ob wir das vielleicht aufkriegen. Ja. Oh, alles mit der Ruhe. Oh Gott. Ja, immer. Was hast du gemacht? Hä? Was hast du gemacht? Ich hab nicht getrunken, weil du das denkst. Ich muss mich nur festhalten. Mein BCU-Log spinnt rum. Was spinnt irgendwie, jedenfalls.
Das BCU hinten am Hals. Der Ach BCU-Lock. so, Er flackert irgendwie und mir ist tierisch schwindelig und vor uns war komplette Eskalation. Ich habe irgendwelche Datensätze vor meinem Auge gesehen, richtig weird, keine Ahnung. Kann das sein, dass der broken geht? Na, hoffentlich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Und seitdem ist mir schwindelig und ich muss mich festhalten. Ey, warte mal! Miro, deiner leuchtet blau! Ja? Was ist denn da los? Ich weiß nicht, ich sehe den ja nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Was ist denn mit diesen Dingern los? Ah, ist auch blau. Habt ihr andere Farben oder ist er los? Einer ist auch blau, ja. Der ist grün. Warum ist er da grün? Blau. Meiner ist grün, der deiner ist auch blau. Hä? Du hast deine Haare vor. Na, Igor, deiner ist grün. Bei mir. Ja, bei mir sind eure blau. Ja, bei mir auch. Und Shiras flackert. Ja. Na, keine Ahnung. Ui. Was haben wir hier gemacht, ey? Alter Fürste. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall echt weird. Ich komme sofort wieder. Ich guck nochmal, ich nochmal kurz zu Herbert gehe. Ich hab was vergessen. Ja. Oh. Nicht, dass er umkippt.